Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Kopf des Feindes. Ja, für diejenigen, die das Format nicht kennen, Krian und ich nehmen jeweils eine Folge Town of Salem auf und der jeweils andere kommentiert es. Also schaut auch beim Krian mit rein. Krian ist hier Vigilante. Interessant, wir haben auch Musik. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, ein bisschen lauter machen, ich höre sie nämlich kaum. Ja, ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch, mir läuft die Brühe, wir haben gefühlte 100.000 Grad draußen, sind wohl angeblich nur 33, aber ich glaube dem Meteorologen da nicht. Krian spielt als Krian sehr gut, das heißt, er spielt auch alleine. Kein anderer dabei, den man kennt. Gut, alles Noobs außer Mutti, ganz wichtig hier, Hashtag, ja. Ja, viel zu warm, Alter. Läuft aber gerade. Ich habe gerade eine Runde League of Legends gespielt, dafür zwei Rollläden runtergemacht und die Fenster zu und ja, hab gedacht, vielleicht sperre ich damit ein bisschen die Kälte aus. Und jetzt gerade fürs Aufnehmen auch, also für den Sound, natürlich auch die Fenster zu, damit man nicht irgendwelche Kinder schreien hört oder so. Ja, bei uns in der Nachbarschaft schreien immer Kinder rum. Das ist immer so, auch wenn gerade Sommerferien sind. Ja. Und es wird verdammt warm dadurch. Ich muss die gleiche wieder aufmachen, sobald das hier aufgenommen ist, damit ich Luft krieg, atmen kann. Ja. The name of the witch is Jack Daniels. Oha. Krian hat nichts gemacht, hat auch nochmal Glück gehabt, wurde nicht von einer Hexe kontrolliert. Gandalf der Graue und Isaac sind tot. Sehr traurig. Und Gandalf wurde vom SK gekillt. Wir sind hier übrigens in der Klassikrunde, sehe ich gerade so. Und ja, klar, dann gibt's einen SK. Oh, der war Jailer. Und das ohne letzten Wille, das ist natürlich Premium, weil unter Umständen hat er ja schon den SK gefunden gehabt, sozusagen. Ja, und Isaac war Jester, ist okay. Jetzt kann man natürlich hoffen, dass das Random Town ein Retri ist und den Jailer wiederbelebt. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Okay. By the way, that was sarcasm. Ja, Krian, ich glaube, das versteht jeder. Before somebody is questioned. Ja, okay. Je nachdem, wer da spielt, sollte man sich vielleicht doch nicht so sicher sein, dass es jeder versteht. Boah, mir wird sogar noch wärmer, wenn ich jetzt rede. Geil. Erstmal einen Schluck Kaffee, der ist auch warm. Also man kühlt ja eigentlich innerlich ab, wenn man was Warmes trinkt. Ja. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Ich habe gerade den Hund von meiner Freundin hier, der gerade versucht, mein eines T-Shirt in sein Fresschen reinzuschaufeln. Die vergräbt nämlich immer alles. Lilly, könntest du aufhören, mein... Na toll. Das T-Shirt muss eh gewaschen werden, das ist dreckig und verschwitzt und überhaupt, daher gar kein Problem. Okay, erster Vote direkt gegen Krian, weil Krian nur Bullshit schreibt. Ich glaube, er weiß selber nicht so genau, was er schreibt. Okay. Warum voten die jetzt gegen ihn? Lilly, könntest du aufhören, dein Fressen unter meinem T-Shirt zu vergraben? Das wäre echt Premium. Don't random lynch. Why random lynch, lol? So, Krian wird heute Nacht wahrscheinlich untersucht, dann stellen sie fest, oh, der ist Vigilante, Veteran oder Mafioso, muss Mafioso sein. Also der Hund hat es jetzt hingekriegt, mit meinem T-Shirt so ziemlich alle Leckerlis von ihrem Platz runter, jetzt schüttelt er sich, von ihrem Tellerchen runter zu schieben und eins zu fressen. Aber mein T-Shirt ist schön mittendrin. Okay, Krian scheint, entweder ist Krian betrunken beim Aufnehmen oder er tut so, als wäre er betrunken, so Roleplay-mäßig. Ich bin mir da nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Ja. Aber er schießt auch heute Nacht niemanden tot. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Krian wurde angegriffen und geheilt. Interessant. Interessant. Und einer wurde umgebracht. Von der Mafia. Das heißt, der SK hat einen Krian angegriffen und geht vermutlich davon aus, ja. Antrosheld, ja, das ist sein Name. Den kann ich nicht. Oh, das war noch der Doktor. Hat keinen letzten Willen. Die Leute hier verfassen alle keine letzten Willen. Treckerwack. Scheint ein zweiter. Kann dafür. Dog saved my ass. Ja. Das heißt, Trekkerwak ist entweder ein zweiter Doktor oder er ist Lookout. Okay,
Interessant. Interessant. Und der Hund zerknüllt mein T-Shirt weiter. Hä? Okay, das heißt, er ist wahrscheinlich zweiter Doktor. Und Gandalf der Graue ist vermutlich. Genau, Invest und ja, Kiran aus Vigilante wird natürlich erkannt. Yeah, I'm town killing, retard. Okay, das heißt, es gibt vermutlich einen zweiten Doktor. Der letzte Kommentar gerade, gut, läuft bei denen. So, hast du erfolgreich dein Fresschen vergraben. Finde ich gut, genau, leg dich hin, schlaf noch ein bisschen. Immer noch betrunken, da will man seine Waffe natürlich auch nicht in die Hand nehmen. Man weiß ja nie, nachher erschießt man sich selber, wäre auch doof. Oh, Double Bluff. Ja, Random Town wäre Doktor, das ist korrekt. Wer könnte, also es könnte ein Doktor sein. Wobei es natürlich auch ein guter Escape Bluff ist, weil. Und es gibt noch einen Doktor. Sehr schön. Gut. Damit wird Random Town confirmed. Gandalf der Graue starb vom SK und jetzt hat die Mafia ihn auch noch angegriffen. Das heißt, Kiran ist eigentlich Proven Town, weil sowohl Mafia als auch. Ja. SK haben ihn angegriffen. Ich denke heute nicht so schnell, die Hitze macht mir zu schaffen, eindeutig. Aber der SK scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Der checkt auch, okay, das ist der Invest, den muss er umbringen. Und die Mafia greift den Krian an. Warum zur Hölle würden. Also, wenn man weiß, okay, der ist nicht von uns und Leute wollen ihn hängen, würde ich den nicht angreifen. Weil klar, Town Killing kann, ja, blöd sein für ihn. Sugar muss dann böse sein. Hä? Warum muss Sugar jetzt böse sein? Oha, sehr schön. Ruby Red scheint aufzupassen. Das heißt, Ruby Red ist wahrscheinlich der Mafioso. Oder der Godfather, falls der Mafioso geworblockt wurde. Aber ich nehme an, das sehen wir gleich, weil Sugar wird jetzt 100 pro gehängt, gelyncht, ermordet. Armin Gandalf died after investigating him. Ja, das hat nichts zu sagen, aber okay. Das hat wirklich nichts zu sagen. So, mal gucken, ob sie ihn lynchen. Kill me. Jetzt macht er einen auf Jester. That's not how it works with investigations. Krian erklärt hier den Trecker-Wack auch direkt auf. Finde ich gut. Ja, aber auch Werwolf Krian. Auch Werwolf, ich meine, das gibt es hier in der Classic nicht. Daher, ja. Okay, es haben ein paar gewotet. Oh, es gibt aber auch ein Inno-Vote. Aber hat gar nicht Inno gewotet, hat abstained. Ich würde jetzt Krampa shooten. Ich würde jetzt richtig hart mit dem Schrotgewehr auf den alten Mann losgehen. Der muss böse sein, meiner Meinung nach. Abgrundtief böse. I'm so sorry, Town. I hate killing. Tja. So. Gut. Ich würde jetzt wirklich Grandpa schießen. Macht Krian das auch? Oder chillt Krian hart? Grandpa hat nämlich nicht hochgevotet. Grandpa hat innocent gevotet. Sober, Krian, sober. Heißt nüchtern. Also ich würde Grandpa umschießen. Mal gucken, ob Grandpa böse ist. Wir werden es ja bis zum Ende hoffentlich erfahren. Oh, Krian wurde geroadblockt. Warum zur Hölle
Roleplogged Memand Krian. Ich meine, das ist sowas von geproofed Town. Und ja. Aber okay. So Leute gibt es. Kann man machen. Ist halt doof, aber. KD. Sheriff. Ist jetzt nur not suspicious. Gandalf ist tot. Mehr habe ich jetzt nicht gelesen. Wenn er noch gecheckt hat, da war ich zu langsam. Thanks, Dog. Bam. Ja, Krian schreibt hier auch nochmal. Er ist geproofed the town. Wow, 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 wow. Noch einen guten Schluck Kaffee. So, Isolava wird hier nach der Rolle gefragt. Ich glaube, Isolava war die letzte Person auf dem Willen vom KD, vom Sheriff. Aber, ja, das heißt natürlich nichts. Krian, gegen dich würde ich auch voten, aus Prinzip. Du heißt Krian. Also da muss man schon mal dagegen voten. Ich würde ja immer noch Krampa umschießen. Könnte auch Chester sein, auch okay, umschießen. Oh, er ist ein bisschen busy, weil er muss was anderes tun, während er das hier tut. Ich liebe Leute, die das als Ausrede benutzen, beziehungsweise ich hasse Leute, die gleichzeitig spielen und was anderes tun. Wenn du dich hinsetzt zum Zocken, das dauert vielleicht 20 Minuten in dem Fall hier, vielleicht auch 30, dann sorgst du einfach dafür, dass du Zeit hast. Dafür sind viel zu viele Leute da, die das nicht so tun. Ich meine, wenn du jetzt 14 bist, ja, oder 10 und dann deine Mutter ruft, ey, du musst jetzt essen kommen. Okay, verstehe ich ja noch irgendwie. Aber dann fragt man vorher, ey, du Mama, wann gibt's denn Essen? Ah, in 5 Minuten? Gut, dann spiele ich jetzt nicht noch eine Runde. Ja, aber meistens sind die Leute hier einfach kernbehindert, habe ich das Gefühl, und machen es genau andersrum. Die sagen, ey, Mama, wann gibt's Essen? Ein, 2 Minuten? Gut, dann spiele ich jetzt eine Runde und gehe dann AFK, weil, ja, so ungefähr fühlt sich das an. Und Krian hat immer noch keinen umgeschossen. Ich an Mafia-Stelle würde Krian umbringen. Gar keine Toten. Das heißt, die Escort hat vielleicht den Godfather gefunden. Ah, nee. Godfather gefunden. Kimska ist AFK. Sonnenover. Krian schreibt jetzt alle an, die gegen ihn gewotet haben. Oh. Oh, das wäre natürlich gut, wenn jetzt die Ruby Red aufgepasst hätte auf den Doc. Keiner schreibt was, außer Krian und dem Doktor schreibt. Ah, shit. I'm Escort Krain. Ja, Krian ist Proven Town, das ist korrekt. Wobei, er könnte auch Executioner oder Jester sein. Ja? Das darf man hier mal nicht ausschließen. Warum? What the fuck? Warum will Krian in der nächsten Nacht geroadblockt werden? Achso, wahrscheinlich zum Überprüfen, ob es wirklich ein Roadblock ist, also ob es die Escort ist, klar. Ich meine, sein letzter Wille sagt auch, die Hexe hat ihn getötet, was in der Classic natürlich immer vorkommt, fällt mir gerade so auf. Weil in der Classic so viele Hexen rumrennen. If you know what I mean. Jo. Seems like they found the Godfather. So, Krian fragt Krampa endlich mal nach der Rolle. Er votet nicht nur against you, Krian, er hat auch gegen für den Mafioso gewotet. Keemstar votet hier innocent. Auch interessant. Krampa hätte ich über den Haufen geschossen. Alles klar. Okay. So. James Bailey ist auffallend abwesend. Und Kubus ist zumindest anwesend, hat gültig gewotet, aber auch noch nichts geschrieben. So. LSU Lovers.
Was ist LSU? Lange. Ich würde Grandpa schießen. Apropos Grandpa schießen. Okay, eigentlich hat es null Zusammenhang, aber ich habe Conjuring 2 vorhin geguckt. Geiler Film. Also seit langem mal wieder ein Horrorfilm, wo ich Gänsehaut bekommen habe zwischendurch. Hat echt Spaß gemacht. I like. Ja. So. Krian räumt seinen letzten Willen auf. Okay. Und? Jupp. So. Ich würde Grandpa umbringen. Warum sollte Kria noch leben, wenn er attackiert wurde, aber nicht vom Doktor geheilt? Grandpa ist böse. 2, 5, 13, 14. Bam. Ich meine, von den vier sind mindestens drei Kacke. Also Kacke im Sinne von zwei sind Mafia, einer ist Jester oder Executioner. Daher. Ich meine, es gibt eigentlich nur noch das Medium, was nicht klar ist. Okay. Grandpa ist Chester. Würde ich mal behaupten. Krian fängt jetzt endlich an, Leute zu erschießen. Mimimi, he watched against me. Again and again. Oh. Da weint der Krian. Soll es die Hexe noch rausnehmen? Genau, sehr gut, sehr gut. Und jetzt wird Keemstar erschossen. Also, er gibt mal Krian einmal eine Waffe, da schießt er direkt Leute um. Ruby Red. Der Lookout ist tot. Der Lookout wurde von der Mafia umgebracht. Wir werden sie so nicht wiedersehen. Krass, nichts mehr gesehen. Okay. Es wäre lustig, wenn Ruby Red das Ziel von Keemstar war, Keemstar dementsprechend Executioner. Ja. Gut. Okay, da sind echt noch krasse Anfänger dabei. Oha. Ohne den Punkt der. Ist NR auch die Abkürzung? Kubus hat auch Whispern gelernt. Number, ja, ist auch die englische Abkürzung, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Keemstar wurde gegen Krian, warum auch nicht? Diese inaktiven Leute hier. Ich finde es sehr lustig, wenn Keemstar das Medium ist, der Dr. Keemstar geheilt hat und der deswegen immun war. Das wäre auf jeden Fall eine Option. So. Das ist eine sehr ruhige Runde, habe ich so das Gefühl. Die meisten Leute reden nicht, Krian, der Doktor und ja, Ruby Red bis eben haben noch geredet, aber der Rest ist so ein bisschen verschlossen. Okay, hier wird Guilty gewotet. Ich würde ja abstainen noch, weil es könnte ja auch immer noch Exe sein, der zum Jester geworden ist.
Das macht der Doktor auch, der ist, glaube ich, nicht so. Okay, doch, bis auf Kubus haben alle Guilty gewotet. Second Escort, ja. Damit würde ich ihn einfach erschießen. Weil ich meine, Second Escort ist nicht möglich, es gibt zwei Doktoren. Kubus claimt Kubus. Was bist du? Ein Kubus. Alex ist ein stupid Nugget. Nein, er ist Mafia-Krieger. Er kann kein Chester sein. Einfach schießen. Das heißt, James Bailey oder Cramper, ich bin immer noch der Meinung, Cramper sind der, die, das andere böse Mafia-Mitglied. So. Claimed impossible role. If still alive, get him. Noch mehr Ausrufezeichen, damit man es auch wirklich ernst nimmt. Man weiß ja, mehr Ausrufezeichen unterschreiben. Wow. Wow. Die Escort hat gerade Krian gewollt. Roadblock. Gut. Kein Kommentar. Krian ist, glaube ich, gerade hart am Ausrasten. Ihr seid da, ist something on Krian, you're so stupid town. Yup, Kirmes und James sind die Bösen. Gott sei Dank können sie lynchen. Ich hoffe, mir. Any proofs? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Mir ist halt so, ja. Halt mal. Halt einfach mal Roadblocken, ne? Wenn sie Glück haben, erwischen sie jetzt den Godfather. Und dann kann Krian in der nächsten Nacht den Mafioso, den Neubeförderten, umschießen. I think it's trim. Ne, what the fuck? Was ist kaputt bei der Mia? Also die Mia. Sehr gut, sehr gut. Jetzt ist es oben, jetzt kann Mia voten, was sie will, sondern Krian und der Doktor, der Trecker-Wack, Guilty voten, ist das vorbei. Gott sei Dank. Seebox ist Mafia. Isola war SK, ja, das war klar. Seebox. Letzte Hürde ist Seebox. Vielleicht war es Sugar. Wow. Wir lachen, wenn Mia jetzt Innocent votet. Richtig, jetzt ist Krian auch aufgefallen, dass er geschrieben hat, er wäre Chester. Ja, davor war es möglich, aber du hast es danach abgeschickt. Ja, ich hab's genau gesehen. So, ist es jetzt Godfather oder der Framer? Ach ja. Ach ja. Und? Das ist korrekt. Wenn Mia ihren Job tut. Oh, es war der Godfather. Gut, Krian kann das heute Nacht beenden. Gut. Ich muss sagen, Krian hat das für die Town mehr oder weniger gewonnen. Mia hätte es fast noch verloren für die Town. Ich meine, die hätte es wahrscheinlich jetzt noch fertig gebracht, den Doktor hochzuboten und anschließend den Krian zu roadblocken. Und ja, die Mafia hätte sie umgebracht währenddessen. If Escort really want to fuck me up. Ja. Escort James is Mafia. Also James ist Escort? Das verstehe ich jetzt nicht. Und
Jim Spady ist Todd. Sehr gut. Damit ist diese Runde vorbei. Krian hat hier schön die Classic ausgespielt. Man hat gemerkt, es sind viele neue Leute dabei, so gefühlt, also so vom Spielverhalten und von dem Wissen, was Rollen angeht. Ja, dementsprechend schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns natürlich auch abonnieren, da haben wir gar nichts dagegen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Start in die Woche. Checkt auch den Krian aus und ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye!